Ach, da kann man ja auch nichts mehr hinliefern, neuerdings. Oder? Doch. Wenn da hinten gerade mal nicht gesperrt ist. Doch. Bäh. 361. Das Fahrradbild. Ach ja. Geld verdient. 4000. Juppie. Ja, das geht doch. Gut, die Karre, die steht beim immer noch beim Depot. Beim Depot. Beim Po. Wie viele Taxifahrer haben wir denn im Dienst? 4 Stück. Ich habe mir gerade überlegt, das Restaurant, wo ich gerade eben war, wo es die 800 Dollar für die 8 Produkte gegeben hat, das bringt natürlich viel, viel mehr als das 24-7 gerade eben, weil 10 Produkte bringen dann folglich 1000 und 100 dann 10.000. Also wären es 15.000 Dollar für 150 Produkte, also für so einen vollgeladenen Wagen. Nur fragt mich nicht. Oh, Moment. Fragt mich nicht, wann man da mal Nachschub braucht. Na, ups. Gut, der braucht keinen. Keine. Dieses Gerausche da im Hintergrund von dem Radio, das kommt leider. Das ist leider dieser Wechselsound, wenn man zwischen den Radios wechselt in GTA. Der lässt sich auch irgendwie nicht wegmachen. Deswegen tut's mir leid. So, wir haben ein bisschen Plus gemacht. Naja, eigentlich eher jede Menge verloren wegen dem Drogendealer-Scheiß. Naja, was soll's. Ich meine, ich könnte natürlich die Karre auch wieder verkaufen und mir irgendwie einen Roller holen oder so. Weil auf so schnelle Wagen stehe ich eigentlich sowieso nicht. Aber jetzt verkaufen wäre blöd, weil der Wagen nämlich noch 142 Benzin hat. Also erst die Ladung loswerden, bevor man das Auto verkauft. Wow. Eieiei. Ah. Okay, driften kann ich wohl nur besser in der Wirklichkeit. Kleiner Scherz. Was mache ich denn oder wo fahre ich denn mal hin oder was auch immer? Ich habe eigentlich gar keinen Plan, wo ich jetzt hinfahren könnte. Ich überlege gerade zum Taxistand da hinten beim Bahnhof zu fahren. Wenn mein Auto bis dahin noch heil ist. Weil hier gibt es nämlich auch Busse und man könnte ja mal so eine eigene Buslinie vielleicht starten. Aber ich glaube, da fahren sehr wenige mit. Vielleicht so eine Tour durch San Andreas oder so, aber die müsste man, wenn, dann schon im Forum ankündigen. Mit einem. Mit der Abfahrtszeit und alles. 100 Dollar Preis. Den altbekannten Namen. Mach das weg, mach das weg, mach das weg.
Gut. So, keine Taxirufe offen. Auf, auf. Wer war das? Ja, scheiß drauf. Wie viel ist denn hier der Eintrittspreis? Immer noch 10.000, jupp. Ich war da mal drin und da kann man eigentlich richtig gut sein Geld verzocken. Glaube ich da, wie viel habe ich da schon mal drin verzockt? 500.000? Ich weiß, es gibt Leute, die haben viel, 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 viel mehr Verlust gemacht. Aber hey, was soll's? Mir doch egal. Düm, 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 düm. Kann sich wahrscheinlich keiner mehr an mich erinnern. Ich war ja auch nichts Besonderes. Nachher will ich rein. Au. Der Agent, der kann sich nicht entscheiden, welchen Blinker er will. Ja, bla bla. Oh. Na gut. Wenn er einfach nur rumgefahren werden will. Ach scheiße, warum habe ich den jetzt angenommen? Mist, nein! Ja, schon gut. So, jetzt muss ich mal eben kurz meine Fantasie spielen lassen. Nein, Carsurfing ist verboten, das ist klar. So, wo kann man denn... Ah, ich weiß, wo wir hinfahren könnten. Es gibt ja am LSPD so ein wunderschönes Restaurant. Und so. Wie er Chauffeur schreibt, das finde ich witzig. Chauffeur. Entweder ist das Ü kaputt oder nein. Na, gut. Ups. Dreieinhalbtausend Eintrittspreis, mein Gott. Okay. Oh, wunderschöne Geigenmusik. Ne, wo ist denn die Bar? Unten. Na gut. Aber ich glaube, das haltet die auf längere Zeit nicht aus. Na, da.